Mal schauen, ob das was wird. Was für ein Trottel sind das? Auf geht's nach Hogsmeade. Eben nicht. Naja, ich finde, das ist ein bisschen. Wird ein bisschen erwachsen. Ein bisschen zu erwachsen fürs. Für das Mädchen, das wir spielen. Das 15-Jährige. Zu edel für meinen Geschmack, würde ich sagen. Als Ausgehrobe auf ein großes Fest könnte man das machen, aber naja. Katze streicheln. Macht allerdings auch mehr so den. Bringt aber auch mehr den Aurora-Look, den wir ja anstreben. Irgendwie so ein Beruf. Ich weiß, ich bin eine gespaltene Meinung. Die sahen auch schon mal besser aus. Ich breite sie erst mal an, bis ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Im verbotenen Wald, ich meine, wir sind schon so oft im verbotenen Wald gewesen, aber für eine Beauty-Creme. Ja, ich weiß ja nicht. Du glaubst wirklich, du kannst mich besiegen? Das glaubt ich jetzt. Das glaubt ja nichts. Zurück beim Fliegen. Den habe ich doch nächstes mehr. Du hast schon genug. Das war auch unnötig. Das war hier schon fast. Ausgerechnet ins Tal mit den meisten Wilderern müssen hier hinein.
Was denkst du, was du da treibst? Nee, Imperium mach ich jetzt nicht gegen Gegner. Das sehe ich aber anders. Noch nee, nicht schon wieder Spinnen. Laut Sakarissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubotubler? Bubotubler? Es klingt eigentlich in einer Falle, aber. Ein Waldtroll, ja, fantastisch. Na toll, ein Troll. Was war das? Das hat dich an nichts gebracht. Koloss weniger. Ist schon gut, wie gesagt, einsammeln. Ah, die Kapoll-Trollbuke. Ach, ausgefallen Nachtmütze. Oh, das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Incendio! Hoffentlich nicht vier von fünf Wachte. Revelio. Da sehe ich welche. Ich bin stabil. Revelio. Was läuft denn da vor sich? Weißt du was? Ich finde den doch noch. Da, da, wie ich sehe. Komm, Ringo. Ringo.
Ausrüstung voll. Muss man wieder verkaufen gehen. Na, da sind noch welche. Nummer 4 und Nummer 5. Das sollte reichen. Ich gehe besser zu Sakarissa zurück. Jep. Ich hoffe, dafür kriege ich eine ordentliche Summe Geld. Das war nicht ungefährlich. Hier ist noch ein Tierwiesengebiet. Was gibt's hier zu sehen? Okay. Gerade kein Tierwesen hier. Revelio. Das ist ein gut Igelgebiet. Nein, die Höhle will ich nicht rein. Na, wo geht's hier lang? Auf zurück zur Beauty Queen. Zweifellos schon lange verlassen. Was auch Smeet verlassen? Sind wir bald da? Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss auf die Toilette. Scheiße.
Schaf oder Ziege. Katze. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Tja. So schaut's aus. Na, Hallöchen. Sakarissa, ich habe die Bubotubler gefunden, die du wolltest. Prächtig! Ja, ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Ja, für einen höheren Preis. Ein wenig Mühe war es schon. Von Trollen hattest du nichts gesagt. Ich finde, du solltest mich besser bezahlen. Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend, als gezwungen zu sein, die hässlichen, fettigen Pusteln unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Danke. Und natürlich dein Lohn. Ihr seht den Stinkefinger nicht, den ich gerade zeige. Unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Schluck Schnecken. Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Wir müssen mal die Sachen, Klamotten verkaufen gehen. Ja, ich denke, behalte ich den Mank. Sieht gar nicht so schlecht aus. Nach Hogsmeade. Katze. Okay, hier ist Sonntagstart. Dann können wir mal. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Ich möchte verkaufen. Nicht infiziert Gegenstand Kopf, den behalte ich noch. Ich bin reich. Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten reingezogen hat. Ungewöhnliches Mädchen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Jetzt haben wir durch nur noch das, was wir am Leibe tragen.
5000, das hätten wir gebrauchen können, wenn wir zur Schulaufgabe hatten und Sachen besorgen mussten. Mein Cape kann ich immer noch ausrüsten, oder? Ja, das ist hier. Das, was wir hatten, können wir hier auch nach wie vor. Wir müssen auch jetzt die Schlafmütze. Ja, hier. Was Neues bei Aufträgen oder? Oh, Hausbesuch der Wilderer. Ach, nö, Poppy. Deine Schlüssel, ja. Ich glaube, wir machen erstmal Akio-Duell und danach geht's mit Poppy weiter. Da sehe ich schon, dass wir hier Talente. Den haben wir gar nicht. Mhm. Was habe ich da gesehen? Ach, hier bei Sammlungen. Ein neues Klamottenstück haben wir hier. Und zum Inventar haben wir was Neues. Mal Akio-Duell. Erstmal Katze streicheln. Ich glaube, mit dem Hogwarts-Unterricht ist das so, ist das. Wir haben eigentlich alle Unterrichtsstunden mal gehabt. Und wir sind eigentlich durch. Wir haben jetzt Freizeit für den Rest des Schuljahres. Außer was die Hauptquest angeht, da haben wir natürlich noch eine andere Mission. Meine drei Besen vorbeischauen. Dass sie Rona guten Tag sagen. Moin, wie geht's? Ich nehme einen kleinen Snack mit. Ein Stück Butterbier. Mit der kleinen Wegzehrung können wir jetzt zurück nach Hogwarts. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, da ist aber Gemeinschaftsraum. Ein kleiner Flug durch die Türme. Ich glaube nicht durch die Türme, sondern an den Türmen vorbei. Wie geht's runter? Akio-Duell bei Nacht? Nicht? Dann warten wir.
Einfach mal im Schnee gepennt. Hallo Grace, liefern wir uns ein Akio-Duell? Mal sehen, wie du diesmal zurechtkommst. Bereit? Bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Die Pinch Smedleys werden dich nun für immer als treue Verbündete und Freundin betrachten. Haben wir doch. Ha, so wird das gemacht. So, hier. Na, na, ach komm. Na, das war nicht so gut. Das hast du nicht gesehen. Doch, ich hab's auf Video. Na, wenigstens 50. Ein bemerkenswerter Treffer. Damit haben wir wieder aufgeholt. Na komm, na komm, na komm, bleib dort. Ach, verdammt. Ha, so wird das gemacht. Jetzt müssen wir noch mindestens 50 sammeln, dann haben wir aufgeholt, dann haben wir sie überholt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Beeindruckend. Offenbar bin ich besiegt. Durch ihren schlechten Wurf haben wir gewonnen. First Try. Naja, First Try nicht ganz, aber... Heute gut diese Aufnahme. Gemacht. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Aber du hast gut gespielt, Grace. Ja, ich war recht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Aha. Ein paar Erfahrungspunkte. Oha. Level 27 naht. Wir müssen doch eigentlich noch ein. Noch eine. Nicht Quidditch, sondern. Besen-Herausforderungen haben. Mit der wir den Besen... Die haben wir schon bestanden. Wollte da uns nicht der Besenmacher an Hogsmeade eine Verbesserung für den Besen geben? So, hängt jetzt Poppy wieder ab. Hier noch Quarz. Ende der Eulerei. Oh, der Riesenkrake wird erwähnt. Aha. Ruf zur Eulerei. Wo sonst sollte Poppy sein? Am Tiergehege oder bei der Eulerei? Ein Glück, dir geht's gut. Die Eulerei ist dann doch noch ein bisschen weg. Da bist du ja. Du wirktest vorhin so aufgelöst. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten.
Aber es ist doch alles in Ordnung. Oh. Man kann hier echt ein Arschloch sein bei manchen Landpfoten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Die holen uns zurück. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Ich meine, wir wissen es, aber sag mal. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und die Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Zentauren sind nicht für ihre Freundlichkeit bekannt. Schon gar nicht bei Zauberern. Und gerade jetzt nicht. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Nicht nochmal so eine Gefahrensache. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Schon die nächste. Ich glaube schon die dritte Beziehungsquest, die wir heute gemacht haben. So, was steht an? Die Schlüssel und die Demigeistmonde. Ich glaube, einen haben wir noch im Inventar. Ich glaube, den könnte man abgeben. Dann jagen wir mal Schlüssel. Im Astronomieturm. Können wir mal wieder einen Spaziergang durch Hogwarts machen. Was war das lang? Ach, hier hoch.